Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Graveyard Keeper, natürlich mit mir, eurem Sunny. So, wir wollen heute mal, sobald es hell ist, bis dahin könnten wir mal einen Baum fällen, wir haben nicht mehr viel Holz da, wollen wir mal zu unserem Händler für Saatgut und so gehen, dem normalen Händler, nicht dem Händler, sondern dem Farmer, im Endeffekt zum Farmer. Und werden dem mal ein paar der Handelslizenzen reindrücken, in der Hoffnung, dass wir ihn damit so weit aufleveln, dass er uns dann eventuell die höherwertigen Sachen verkauft. Und ja, ich hoffe, dass das klappt. Haben wir denn noch Kohle eventuell, damit wir was verkaufen könnten? Wir haben hier ein bisschen Kohle. Dann nehme ich mir mal 200 Kohle mit. Dem Schmied verkaufen. Und dann haben wir ein bisschen Geld, sodass wir beim Farmer auch was einkaufen können, weil sonst macht das alles nicht so viel Sinn, wenn wir da hingehen. So. Was habe ich hier jetzt noch dabei? Ach, Holzstöckchen mal wieder. Die Holzstöckchen, die ich immer vergesse abzulegen. Man muss schon... Also, ich weiß nicht so, wenn man nicht dauernd alle Gänge 4-5 mal machen muss, muss man hier schon ein bisschen konzentriert arbeiten oder halt ein bisschen mehr drin sein. Das Problem ist, dass ich versuche eigentlich kurze Aufnahmephasen zu halten, ja, also damit ich nicht zu viel habe. Vor allem, da ich ja doch einige Tipps bei diesem Spiel bekommen habe, zwischendurch immer mal wieder. Andererseits ist man dann halt immer mal wieder ganz schön wieder raus aus dem Spiel. Sonst hat man wenigstens ja nur eine, zwei Folgen. Jetzt habe ich so im Moment das Gefühl, ich kenne... Vergesst zu jeder Folge immer, was ich machen muss. Das ist ein bisschen irritierend, aber ich kaufe... Nein, 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 das hier. Er hat nicht genug dafür. In der Klasse. Ich bekomme gerade mal 66, weil er kein Geld mehr hat. Das ist ja doof. Okay. Oh, ich bin doof. Ich hätte die Beerdigungsunterlagen gleich mitnehmen sollen und hier in der Schenke abgeben sollen. Naja, egal. Habe ich mal wieder vergessen. Ich sag ja, da muss man konzentrierter arbeiten. Fantastisch. Sehr, sehr clever. So, wir gucken mal, wenn wir hier Kürbisseeds oder sowas auch kriegen können und Linsenseeds, dann wäre das mega, aber ich glaube, die bekamen wir hier nicht. So, gucken wir mal. Steigst du damit schon auf? Nein, noch nicht ganz. Aber damit. Nein, auch nicht. Wieso nicht? Hä? Sollte eigentlich den Fortschritt beschleunigen. Müssen wir vielleicht was Normales kaufen oder so, damit er aufsteigt? Das kann natürlich sein. Ein paar Kohlsamen? Er steigt partout nicht auf, ne? Willst du mich auf den Arm nehmen? Ah! Er ist doch voll! Wieso steigst du nicht auf? Ich sehe hier Zwiebeln. Und das sind diese Zwiebelseeds. Und das sind... Jetzt kann ich das erkennen. Wieso levelt der nicht auf? Kann ich... Warum geht das nicht? Wieso klappt das nicht? Ich muss meine Arbeit erledigen. Übrigens, das ist ein Kerl. Das ist kein Mädchen. Ich dachte, das ist ein Mädchen. Das ist ein Kerl. Sein Sohn. Wieso levelt der nicht auf? Was soll denn der Kack? Mann! Das war jetzt der Plan hier gerade. Wieso levelt der nicht auf? Ich habe dem so viel reingebollert. Na gut, wir haben wenigstens ein bisschen Geld. Was machen wir mit dem Geld? Wir gehen zur Hexe und kaufen ein paar Apfelsetzlinge. Das klingt nach einer Idee, finde ich. Was hattet ihr von der Idee? Ich finde die Idee super.
haben wir endlich mal ein paar Äpfel bei uns zu Hause. Ich finde, das klingt nach einer guten Idee. Ein paar Pilze, ein paar giftige. Die könnten wir zum Beispiel versuchen, dem Farmer einzuflößen, weil er uns keine Seeds verkaufen will. Der Drecksack. Nee, ernsthaft, ich verstehe das halt nicht. Eigentlich levelte das doch auf, wenn die voll waren, oder? Moment, ich füll mal die Karotten nach. Das macht Sinn, Karotten nachzufüllen, glaube ich. Sekunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Perfekt. So, dann können wir uns darum schon mal wieder kümmern. Es lohnt sich jetzt eventuell gar nicht mehr, jetzt zur Hexe zu gehen, ne? Ich weiß nicht, ob die nachts draußen ist. Ich glaube nämlich nicht. Ach, Menno. Ist schon wieder so spät. Das frustriert mich jetzt gerade wirklich mit dem Händler, ne? Das ist halt voll ärgerlich. Ich dachte so, ey, cool, hast du mal dran gedacht? Machst mal was Cleveres und dann sowas. Na gut, dann gucken wir mal, um was wir uns sonst so kümmern könnten. Ah, ich habe hier noch Holzscheite. Okay. Nehme ich mir einen mit, dann kann ich unten noch das vierte Bettchen bauen. Das ist doch mal eine Idee. Das ist mal eine überraschend gute Idee. Ich bin schockiert von mir. Das klingt nach einer funktionellen Idee. So. Zack. So, damit haben wir jetzt vier Bettchen vorbereitet. Das ist doch mal gut. Das ist doch mal sehr trefflich. So. Sonst noch irgendwas, was wir im Moment... Wir könnten noch mal gucken, was wir eventuell forschen können. Ob noch da was frei ist. Was echt interessant wäre, wäre halt echt nochmal festzustellen, zu was das die Verlangsamungslösung gehört haben könnte. Das hier vielleicht? Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das ist Verlangsamungslösung. Ja! Okay, fett. Gut zu wissen. Mega! Das war doch... Das ist super. Das haben wir noch festgestellt. Das habe ich dann zum nächsten Mal erst wieder vergessen. Also keine Sorge. Zum nächsten Mal ist das alles wieder weg. Das ist ganz entspannt. Verdammt. Ich würde ja gern behaupten, dass es nicht so ist. Aber ich fürchte, genau so wird es sein. Okay, die Sachen sind ausgewachsen. Das heißt, da können wir uns auch gleich nochmal drum kümmern. Gucken wir gleich mal. Ich packe mal erstmal alles, was wir dabei haben und hier reingehören könnte, da rein. So. Genau, perfekt. So, dann fangen wir mal mit Hanf an. Wie viel Hanf-Seeds kriegen wir denn zurück? 4. Okay, also das ist, wenn wir Glück haben, normal gewesen. Was mit dem hier? 3, okay. Ich glaube, wir können davon ausgehen, 3... dass dieser Seed wohl, dieser Dünger wohl wirklich eher dazu führt, dass es schneller wächst und nicht, dass ich mehr Seeds rausbekomme. Ach, verdammt. Ich dachte, der würde das bewirken. Da müssen wir uns unbedingt gleich nochmal den Tech Tree angucken. Ob noch was anderes ist, was ich machen kann. Was das bewirkt, das ist... Weil Beschleunigung hat für mich halt echt gar keinen großen Wert. Das bringt mir halt echt nicht so wahnsinnig viel. Für mich ist es halt echt viel wertvoller, was zu finden, was halt dafür sorgt, dass ich mehr Seeds rauskriege. Das wäre halt wirklich, wirklich wertvoll für mich. Mal gucken. Der Bauer, den habe ich schon. Das ist... Also der Spitzendünger, der sorgt ja eigentlich dafür, dass die Sachen sich verbessern. Habe ich mich dann geirrt? Gibt es nichts, um mehr Seeds rauszukriegen? Abgesehen von dem Perk Bauer? Sieht fast so aus, weil das hier dürfte halt ein Zeitsymbol sein und das hier ist der Stern halt für die Verbesserung der... Oh, das wird echt... Dann wird es super anstrengend, an ausreichend Seeds ranzukommen. Das wird halt teuer auf Dauer.
Weil es gibt halt wenig, was wir dem Typen unten verkaufen können. Ja gut. Scheint fast so zu sein, leider. Wie viele Minuten haben wir? 10. Dann gehen wir mal hoch und versuchen mal ein paar Bienen zu besorgen. Das ist die nächste Stelle. Und wir wollen ja unbedingt mit den Bienen, mit der Bienenzucht auch mal irgendwann anfangen. Und ich habe ja jetzt mittlerweile alle meine Bienen verloren, wenn ich mich nicht irre. So. Eine habe ich ja der Hexe gegeben. Und einen habe ich selbst verarbeitet. So, da haben wir eine Biene. Hier irgendwo drüben war auch noch ein Bienenstau, oder? Ja. Sehr gut. Dann haben wir das zumindest schon mal. Leider keine Biene. Ja, dass man. Die Biene ist halt nicht allzu wahrscheinlich, die zu kriegen. Das heißt, wenn wir halt eine Gelegenheit haben, irgendwo eine Biene mitzunehmen, müssen wir das unbedingt machen. Es waren doch 20 Stück, ne? Ja, 20. Oh Gott. Dass ich erst 2 hatte, hat mich auch echt schockiert, muss ich sagen. Was war das? Achso, F. F, um ihn umzuholzen, aber ich hätte gerne lieber ein paar Bienchen. Für die Blümchen, ne? Für die Blümchen. Ja, müssen wir mal gucken. Also das mit den Bienchen, das wird eine Weile dauern. Also das ist auf jeden Fall jetzt so ein richtig hartes Langzeitprojekt. Ich hoffe dann, dass wenn wir den ersten Bienenstock da oben aufgebaut haben, da halt auch regelmäßig dann Bienen rausbekommen, um dann mit denen dann die anderen abzubauen. Aufzubauen. Weil, sonst wird das, boah, sonst wird das richtig, puh. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Auch wenn ich mich so klar ausdrücke. Eigentlich gehört das gar nicht hier rein, stelle ich gerade fest. Die fertig gemachten Sachen. Das gehört hier rein und was gehört hier noch so rein? Das eigentlich nicht. Das hätte ich gerne unten, weil hier werde ich es nicht verarbeiten. Wahrscheinlich. Na, also bei dem Spiel weiß man ja nie. Vielleicht will ich ja irgendjemanden vergiften. Vielleicht muss ich ja irgendjemanden vergiften. Könnte ja immer passieren. In dem Spiel halt wirklich. Das ist das Schlimme daran. Die Aussage ist wahr. So, die hatte ich von hier. Und den Pilz, den packe ich wieder unten hier in einen der Schränke. So. Tja, dann ist jetzt die interessante Frage. Ich würde ja eigentlich fast schon gerne... Nein, das nicht. So rum. Ich würde ja fast schon gerne... Passt auf, ich probiere es jetzt nochmal aus. Ich werde jetzt nochmal zu dem Händler hingehen, zu dem Farmer. Vielleicht hat er sich ja... Oder wir gehen kurz pennen. Wir gehen ganz kurz pennen, sodass es speichert. Und dann gehen wir zu dem Händler. Und vielleicht hat er ja dann sozusagen... So, ich porte dann jetzt einfach gleich zum toten Pferd. Ernsthaft, nach dem Ding fühlst du dich erfrischt? Da wäre ich noch fertiger als vorher, glaube ich. So, totes Pferd. So, dann gucken wir mal, vielleicht braucht er ja so eine Auffrischungsphase sozusagen, damit er dann feststellt, hey, ich bin ja schon an dem Punkt. Ich sollte schon aufleveln. Vielleicht, ich hoffe darauf. Oh, guck mal, und Kundschaft haben wir dann auch gleich, um die wir uns kümmern können. Da können wir dann gleich hinterherlaufen. So. Bitte sei aufgelevelt. Sei aufgelevelt. Ja, okay. Vielleicht funktioniert es einfach so. Hier haben wir Linsensamen. Wir haben Zwiebeln. Linsen. Zwiebel. Haben wir auch Zwiebelsamen? Ja, das hier sind Zwiebelsamen. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Prima. Und... Kürbiskerne. Okay, aber von denen haben wir echt nicht viele. Also, beziehungsweise doch, wir... Ein. Ein. Einen. Spiel.
Okay, ich kauf sie. Großartig. Großartig, du Arsch! Entschuldigung. Was brauchst du für Level 3? Sag ich auch schon voll. Okay. Und auf Level 3? Na, dann verkaufst du mir wenigstens den Pumpkin, den ich brauche. Dann brauche ich den nicht wenigstens noch zu züchten. Ah, Mann. Also wahrscheinlich war es tatsächlich das einfach einmal schlafen und dann levelt er auf. Ich war der Meinung, dass die das anders geregelt hatten, dass das halt live war, während man daneben stand. Aber kann ja sein, dass sie deswegen irgendwas geändert haben oder dass das nur bei den Handelslizenzen so fehlerhaft gehandelt wird und dass es bei normalem Einkauf dann tatsächlich in Anwesenheit levelt oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich war der Meinung, ich hätte gesehen, wie jemand levelt. Aber wie gesagt, ich schwöre nicht darauf. Absolut nicht. Ja, also der Sunny ist absolut fehlbar. Ja? Und dementsprechend kann das sehr gut sein. Drei Totenschädel. Ach, ich find's gut, dass du dich so bereitwillig dazu erklärst, von uns, die uns so viele Sachen zu spenden, mein Freund. Das finde ich toll. Das ist ganz, ganz großartig von dir. Also, großer Dank von uns. Das ist ein herzensguter Zug von dir. So. Ah, ich bin schon wieder voll. Super. Das ist natürlich klasse. So, irgendwas hatte ich jetzt für dich hier dabei. Das da. Was habe ich sonst noch? Das kommt hier rein. So. Lebenspuder, sehr schön. Okay. Ach, und die Seeds. Die ganzen Seeds habe ich dabei. Gut, den Kumpel lasse ich hier jetzt auch mal erstmal so liegen. Den Rest, den packe ich hier rein. Zack, zack. Das geht gar nicht hier rein. Ja gut, Schädel kann ich sowieso hier oben sparen. Oder müssen wir... Ja, da muss ich ja eigentlich schon wieder eine weitere Kiste für Seeds machen, weil meine Seed-Kiste oben ist ja schon voll. Jetzt wüsste ich gerne, was ich für die Seeds alles brauche. Für die Kiste brauche. Also mit Sicherheit Boards. Ja, ich werde gucken gehen müssen. Boards, Nägel. Was brauche ich sonst noch so? Mal gucken. Boards, Nägel und einfache Eisenteile. 4, 4, 2. 4, 4, 2. Okay. Zwei. Vier. Vier. Okay. Das ging gerade deutlich entspannter, als ich erwartet hatte. Ich habe mir was geschafft zu merken. Ich bin stolz auf mich. Lass mich doch. Boah, Nebel. Kiste. Ich sage alles, was ich tue. Tippen. Schließen. Okay, ich auf. Es ging mir selber schon fast auf Keks. Und das, obwohl es erst gerade angefangen hat. So, fantastisch. Dann packen wir das jetzt hier rein. Die ganzen Seeds vor allem. So. Und gucken wir mal. Hier hatten wir schon goldene Linsensamen. Na klar. Na klar. Kürbiskern. Kürbiskern. Okay. Tja. Also ich werd doch mal gucken, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, Kerne doch zu vermehren. Weil, ganz ehrlich, wenn wir die versuchen zu verbessern... Und ich vermute halt einfach, dass dieser Dünger hier, der rechte, dazu da ist, um halt Sachen zu verbessern. Ja, also das, damit halt bessere Seeds rauskommen. Wir aber dann dauernd Seeds verlieren, dann ist das der Horror. Dann wird das, vor allem wenn wir dann nur irgendwie ein Seed da unten bei dem Farmer bekommen, um dann halt vier Seeds zusammenzukriegen, um dann eventuell beim Aufstocken vielleicht drei bessere Seeds zu bekommen oder zwei vielleicht nur. Es werden ja vielleicht nicht dann alle, also dann bekommen wir vielleicht drei zurück, einer davon ist wahrscheinlich verbessert oder so. Dann wird es der absolute blanke Horror. Ja, na gut, dann heißt es jetzt aber wieder eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns, so hoffe ich doch, bis zur nächsten Folge und bis dahin wünsche ich euch
alles, alles Gute und ciao. Euer Sunny.